Herzlich willkommen auf Jürgen und Koma. Heute zeige ich Ihnen meinen Schreinerkasten. Wir haben hier einen Stanley Hammer, 500 Gramm, mit einer 30er Bar. Ein Seitenschneider von Knipex, ein Fläschchen Express Lime Ponard, eine Kombizange, einen Körner, ein Durchschlag, ein Bleistift. Wir haben hier beide 26, 10er, 16 und ein 24er oder so. Der ist allerdings japanisch. Die anderen sind europäisch. Wir haben hier Pfostenbohrer in 20 und in ein paar anderen Größen. Hier unten ein ECE-Streichmaß. Hier oben ein Einhandhobel, das im gelben Griff. Dahinter eine Pucksäge. Eine Knipex Cobra hier. Dann eine Monierzange, die ich als Kneifzange benutze. Ein Zollstock von Festool. Ein Griff für eine Japansäge. Das Sägeblatt ist hier. Dann diverse Schraubenzieher. Wir haben hier einen Kasten mit Nägel, Bits für einen Bitschraubendreher, ein Universalmesser mit Dreiecksklingen, dann haben wir eine Feinsäge, hier der orange Griff von Banco. Wir haben hier einen Hammer für die Beitel zu treiben, einen gekürzten Schonhammer, dann hier das Streichmaß, ein Doppelstreichmaß. Wir haben dann hier eine Schmiege. Hier ist das Blatt von einem Winkel, einem Schreinerwinkel mit Gärung. Auch von ECE. Hier ein Vorstecher oder ein Aufreiber. Philips PZ-Schraubendreher, zwei Feilen. Torx-Schraubenzieher in den Größen 10, 15, 20. Ein Fläschchen Werkstattöl von Ballistol. Das Ganze, dieser Träger, ist in diesem wunderschönen Sustainer von Festool. Das gehört zu meiner Schreiner Grundausstattung. Genauso wie dieser Akkuschrauber. Der TX 2,6, dann ein Montagepaket und unten drunter mein Schraubenmagazin. Ich verabschiede mich von Hildemann Kummer, dem YouTube-Kanal. Tschüss, Kowski!